Wie funktioniert jetzt eigentlich so eine Biermessung? Ja, BIA steht für bioelektrische Impedanzanalyse. Hierbei wird eine rein physikalische Messung von Körperwiderständen im Wechselstromfeld durchgeführt. Der Körper setzt dem Wechselstrom einen Wechselstromwiderstand entgegen und dieser wird dann als Impedanz bezeichnet. Die Gewebearten des menschlichen Körpers haben unterschiedliche elektrische Eigenschaften. Das heißt, dass die unterschiedlichen Zell- und Gewebearten den Strom unterschiedlich gut leiten. Das macht sich die Biermessung zunutze. Im Rahmen einer Biermessung kann nämlich die Fettmasse, die Körperzellmasse und die extrazelluläre Masse über diverse Formeln berechnet werden. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen einer Einkanalmessung und einer Vierkanalmessung. Und wo liegt hier der Unterschied? Bei einer Einkanalmessung wird nur eine Körperhälfte gemessen. Es werden vier Elektroden, zwei an der oberen Extremität, zwei an der unteren Extremität angebracht und der Strom quasi nur durch eine Körperhälfte geleitet. Die Ergebnisse dieser Messung werden dann auf die zweite Körperhälfte übertragen. Bei einer Vierkanalmessung wird der gesamte Körper gemessen. Es werden Elektroden an allen vier Extremitäten angebracht. Es wird dann ein Ergebnis der oberen Körperhälfte, der unteren Körperhälfte, der linken und der rechten Körperhälfte ermittelt. Diese Art der Messung bringt präzisere Ergebnisse und sollte, wenn möglich, bevorzugt werden. Aber am besten ist es, wir probieren das gleich dann selbst aus. Okay, da bin ich aber sehr gespannt. Es gibt verschiedene Hersteller für Biergeräte. Bei manchen Geräten muss man die Messung im Liegen durchführen, so wie hier bei unserem Gerät. Bei anderen Geräten kann man die Messung im Stehen durchführen. Der erste Schritt, bevor wir jetzt die Messung machen können, ist jedoch der Ausschluss von Kontraindikationen. Kontraindikationen für eine Biermessung wären beispielsweise ein bestehender Herzschrittmacher oder auch Defibrillatoren oder andere elektronische implantierte Geräte. Ist so ein Gerät bei dir implantiert oder hast du einen Herzschrittmacher, Sandra? Nein, sehr absolut gut. Nicht. Das heißt, es besteht keine Kontraindikation und wir können die Messung durchführen. Genau. Wenn du dich bitte einmal hier hinlegen würdest. Okay. Um die Ergebnisse der Biermessung auswerten zu können, benötigt man ein aktuelles Gewicht und die aktuelle Körpergröße. Das Gewicht muss auf 0,1 Kilogramm genau gewogen werden und die Körpergröße auf 1 cm genau. Wir haben das bereits im Vorfeld erledigt. Bevor wir jetzt die Messung wirklich auch starten können, ist es wichtig, dass die Person, die gemessen wird, mindestens 3 bis 5 Minuten in der Horizontalen liegt, um eine gleichmäßige Verteilung der Körperflüssigkeiten zu gewährleisten. Wichtig ist es auch, dass man die Handflächen und Fußoberflächen entfettet, und zwar mit einem nicht rückfettenden Desinfektionsspray oder Desinfektionstuch, wie es ich hier habe, um wirklich einen optimalen Elektrodenkontakt zu gewährleisten. Muss man sonst noch etwas beachten? Ja, wichtig ist, dass kein Hautkontakt stattfindet. Das heißt, dass die Arme beispielsweise nicht den Oberkörper berühren oder sich die Beine nicht berühren. Das ist in deinem Fall jetzt kein Problem, weil du eine lange Hose anhast. Weiters ist auch noch wichtig, dass die Messung nüchtern erfolgt. Das heißt, dass circa eine Stunde vor der Messung nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken wird. Eine volle Blase oder ein voller Magen würde zwar jetzt den Körperwiderstand oder die Körperwiderstände nicht merklich verändern, aber er würde doch auf der Waage angezeigt werden und das kann das Ergebnis der Messung verfälschen. Wie platzierst du jetzt die Elektroden an Hand- und Fußgelenke? Die Platzierung der Elektroden muss unbedingt präzise erfolgen. Die proximale Elektrode, die innere Elektrode, ist die Messelektrode und die muss wirklich ganz präzise angebracht werden. Das heißt, man kann sich, ich nehme hier die Hand hoch, damit man es besser sieht, man kann sich zwischen den beiden Köpfchen, diesen zwei Knöcheln, eine Linie denken und genau an dieser Linie in Richtung distal wird die erste Elektrode, die Messelektrode, angebracht. Die zweite Elektrode sollte mindestens 3 Finger breit von der ersten Elektrode weit entfernt platziert werden. So, und das muss jetzt an allen 4 Extremitäten gemacht werden.
Wenn alle Elektroden angebracht sind und die Elektroden mit dem Gerät verbunden wurden, kann die Messung durchgeführt werden. Du hast gesagt, mit einer Biomessung kann man den Ernährungszustand bestimmen. Wie zeigt sich da dann eigentlich eine Mangelernährung? Ja, bei den meisten Menschen, die mangelernährt sind oder ein Risiko für Mangelernährung haben, ist ein vorangegangener Gewichtsverlust aufgetreten. Und mit einer Biomessung kann man sehr gut feststellen, welche Art von Körpergewebe verloren wurde. Fettmasse, Muskelmasse oder Wasser. Meistens ist es so, dass die Betroffenen einen erheblichen Anteil an Muskelmasse verlieren. Und das wirkt sich wiederum negativ auf die Mobilität und auch auf die Durchführung von Alltagsaktivitäten beispielsweise aus, auf die Unabhängigkeit der Betroffenen. Der Anteil der Fettmasse kann bei mangelernährten Personen natürlich auch sinken und abnehmen. Ein sehr niedriger Wert beim Körperwasser kann zum Beispiel auch auf eine Dehydration hindeuten. Muss man bei einer Biermessung bei älteren Menschen etwas Spezielles beachten? Ja, man muss unbedingt den Wasserhaushalt der älteren Menschen evaluieren und beachten. Viele ältere Menschen leiden an einer Dehydration. Das kann die Ergebnisse in Richtung einer zu hohen Fettmasse beeinflussen und verfälschen. Andere ältere Menschen leiden wiederum an Ödemen oder Wassereinlagerungen, wie zum Beispiel Personen mit Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz und so weiter. In diesen Fällen kann es möglich sein, dass die Bier die fettfreie Masse überschätzt und die Fettmasse unterschätzt. Daher muss der Hydrationsstatus, der Wasserhaushalt bei älteren Menschen immer in die Interpretation der Ergebnisse mit einbezogen werden. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Biermessung ein sehr geeignetes Instrument für den geriatrischen Bereich ist. Ja, genau, wenn man einige Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel den Hydrationsstatus. Die Biermessung macht einfach die Veränderungen in der Körperzusammensetzung sichtbar und kann daher ein wichtiges Instrument zur Kontrolle des Ernährungszustandes darstellen. Außerdem hat es den Vorteil, dass man zum Beispiel dieses Gerät mit ans Krankenbett nehmen kann und auch dort die Messung durchführen kann, und es ist relativ kostengünstig.